erstmal zu unseren heutigen Gästen. Und zwar spielen sie in dem Film Männerherzen mit. Hier ist Florian David Fitz, Justus von Donani und Wotan Wilke Möhring. Herzlich willkommen. So, ihr müsst direkt erstmal eine Aufgabe erledigen. Und welche? Das steht in unserer Losbox. Wer möchte reingreifen? Ja, ich stehe schon. Hier gebe ich die, ne? Ja, vielen Dank. Warte, ich muss gerade mich erstmal organisieren hier. Also, Aktion! Okay, ich hab's gewusst. Yay! Was das für eine Aktion ist, steht auf meiner Modkarte. Aktion, Aktion, Aktion. Tauscht die Schuhe untereinander. Sei ekelhaft. Ist das lustig? Also, setzt euch und bitte einmal Schuhe tauschen. Das wird extrem spannend. Ja, in meine Schuhe lasse ich normalerweise keine anderen rein, aber... Oh ja, wir haben ja auch zusammen schon gedreht. Wer möchte welchen Schuh haben? Wer hat denn links? Die schwitzigsten Füße? Nur immer einen Schuh, oder? Nur einen Schuh. Oder beide. Einer reicht doch. Einer reicht. Einer finde ich auch reicht. Hier links, links. Ich habe euch die abgefucktesten Füße raus. Genau, einfach einmal im Kreis. Hier? Es ist jetzt schon wahnsinnig unterhaltsam, oder? Das ist jetzt schon total lustig, oder? Das ist das lustig? Total lustig, oder? Ja, ihr könnt ja parallel schon mal was über euren Film erzählen. Dann wird das noch lustiger, nämlich. Super, du kannst von mir auch noch einen haben. Ach, das ist das lustig. Solche hatte ich gerade auf dem Oktoberfest an. Welche Schuhgröße habt ihr denn eigentlich? Alle die gleiche. Passt das? Nein. Bei mir passt es. Du musst das Schmerzen haben. Ja, es wird knapp. Erzähl doch mal was über euren Film, den ihr mitgebracht habt. Worum geht's denn da? Schuhe. Das passt ja gut. Und geht sich jetzt wieder an? Das ist ein typisch Männerfilm halt, ne? Ja, nee, genau, es geht nur um Schuhe, typisch. Nee, also es geht um die verschiedenen Männer und hier sitzen noch viele Jungs und Männer und Jungs, große Jungs, kleine Jungs und ja, eben alles, was die ganze Bandbreite von verschiedener Artigkeit der Männer. Also den Softie, den Aggressiven und wer alle ist denn da. Wer? Du bist eher aggressiv, ne? Aber nee, aggressiv ist traurig, weil ich spiele den Roland, das ist so ein U-Bahn-Fahrer, der alles verliert, der seine Familie verliert, seinen Job und dadurch immer aggressiver wird und weil er sich nicht weiß, nicht zu helfen weiß. Und dadurch immer mehr in Schlamassel reingerät, und aber ein bisschen traurig. Das ist eigentlich also der dramatische Part. Ich habe ja auch über dich gehört, dass du selber in einem Streit gerne mal schnell an die Decke gehst. Also wie viel Roland steckt denn in dir privat? Nein, also ein bisschen natürlich schon, weil sonst kann man das sowas auch nicht spielen. Also man braucht immer so ein bisschen so eine Plattform, wo man so eine Rolle, wo eine Rolle andocken kann. Wenn man gar nichts von der Rolle hat, ist das immer schwierig. Aber ich bessere mich. Ich werde immer ruhiger. Du bist in Therapie. Ja, erstmal, nein, Therapie gar nicht. Nee, aber so ein bisschen Aggression, ein bisschen Aktion ist ja immer, wie wir auch gerade gesehen haben, Aktion ist immer gut. Und aber da war schon einiges von drin da. Aber nicht so aggressiv wie der Roland. Du bist ja auch so ein krawalliger Typ. Ich habe da Sachen über dich auf deiner Homepage gelesen. Total. Ich möchte gerade mal was zitieren. Und zwar geht es da um das Verhältnis zu deiner Schwester. Sie löst im elterlichen Auto die Handbremse und lässt ihn auf eine Schnellstraße rollen. Er gestaltet ihre Nase mittels einer Stehlampe neu. Ja. Dann geht es so weiter. Die gegenseitige Misshandlung wird über die Jahre hinweg perfektioniert. Ebenso wie die Kunst des wirkungsvollen Petzens bekommt er eine von seiner Schwester mit, wartet er seinen entsetzten Eltern mit aufgefangenem Blut in einem Zahnputzbecher auf. Was ist denn das? Das ist nicht so dramatisch, wie es klingt, weil ich habe wirklich wahnsinnig leicht Nasenbluten bekommen früher. Und ich habe das auch benutzt, wenn ich irgendwie in der Ex geschrieben wurde. Vor allem, dass du eine Stehlampe im Auto hast, finde ich super. Das war aber die Stehlampe... Super praktisch, ja. Kann man immer gebrauchen. Kombi und ich dachte, ja. Praktisch, ja. Nee, ich habe wahnsinnig schnell Nasenbluten bekommen, habe das dann auch bei Schulaufgaben immer mir auf die Nase gehauen unter der Bank und dann mit Nasenbluten. Aber ihr habt euch gegenseitig mit Sachen verprügelt, oder was? Ja, also ja. Die Stehlampe war keine Absicht. Habt ihr das so toll in Gedichtform gebracht? Das war doch fast prosaischer Vortrag. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, toll. Nee, also es war reiner Zufall mit der Stehlampe. Das mit dem Auto war aber absolut. Du hättest doch alles andere genommen, oder? Ja, das heißt, ich hab's gedacht, reiner Zufall. Er hätte mit allem Ruf gehauen. Eigentlich bist du total lieb. Ich? Ja, das ich? Ist ja, gar nicht. Meinst du mich? Was? Nein, also das mit der Schwester hat sich auch mittlerweile geklärt. Das hat sich sehr schnell geklärt, als ich schwerer und etwas stärker war. Und war ich so nette. Genau. Und in deinem Film spielst du da auch so das Gegenteil, ich wurde sehr gemaßregelt von dem Regisseur und ich muss ganz lieb sein.
Und du spielst einen Schlagersänger. Ich bin Schlagersänger, der dem Produzenten, dem Til Schweiger, tierisch auf die Nüsse geht, weil er die ganze Zeit irgendwie sich um seine Gunst, um seine Freundschaft, um sein Vertrauen ringt und bei ihm einzieht und ihm da schwer auf die Nerven geht. Du ziehst bei ihm ein? Ich ziehe bei ihm ein, ja. Künstler. Ja, ja. Damit man Tag und Nacht an dem Song arbeiten kann. Wahnsinn, hast du dir viele Schlagersendungen zur Vorbereitung? Muss er nicht, ne? Ja, aber das ein oder andere habe ich so mal. Das hört sowieso nur Schlager, deswegen das lag nur. Es ist aber extrem schade, dass die Aktion nicht singen war, weil das wäre. Nein, aber das wäre toll gewesen. Aber wir hören dich ja später noch singen. Aber gibt es irgendjemand, an den du deinen Charakter angelehnt hast? Nicht eine spezielle Person, nein, sondern von allen so ein bisschen geguckt, was man benutzen kann. Wir sind sehr gespannt. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal in euren Film rein. Hier ist ein kleiner Ausschnitt von Männerherz. Endlich gibt es einen Film von Männern, für Männer, mit Männern. Und Mädels können dabei auch noch etwas lernen. Was Carrie und Co. in Sex and the City zu viert durchmachen, wird in Männerherzen auf 6 echte Kerle verteilt. Warum musst du immer kämpfen, Tommy? Warum? Kämpfen, Tommy! Kämpfen! Ich kann doch nicht kämpfen! Du musst jetzt kämpfen, kämpfen, kämpfen! Thema und Problem Nummer 1 ist, na klar, Sex. Der eine hat zu viel. Das habe ich an dich geschrieben, Tamara. Tatjana. Der andere zu wenig. In Männerherzen hört man aber endlich mal die wahren Gründe dafür. Und es wird auch geklärt, wer hier eigentlich welche Hosen anhat. Hast du heute eigentlich schon die Pille genommen? Was ist denn das jetzt plötzlich für eine bescheuerte Frage? Bloß weil dein Kumpel nicht weiß, wie man Kondome benutzt, schiebst du jetzt Panik oder was? Na Quatsch. Wobei ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiß, warum ich die Dinger überhaupt noch nehme. Wann hatten wir das letzte Mal Sex? In der Bronzezeit? Du, vielleicht hätten wir mehr Sex, wenn du nicht ständig diese dämliche Schlabberhose tragen würdest, sobald du nach Hause kommst. Warum sagst du mir nicht einfach, was wirklich los ist, Niklas? Was eigentlich los ist, wüsste Philipp auch gerne. Er erfährt nach nur 3 Wochen Beziehung, dass er Vater wird. Eindeutig zu wenig Zeit, um die Mutter des Kindes richtig kennenzulernen. Du interessierst dich doch gar nicht für mich. Was für ein Quatsch, natürlich interessiere ich mich für dich. Wie kommst du denn da drauf? Wann habe ich Geburtstag? Also, das finde ich jetzt fies, ey. Mehr als fies ist auch das Single-Dasein von Günther. Bei dem will es mit den Frauen einfach nicht klappen. Er ist übrigens Günther. Und Sie? Ich nicht. Ich spiele Günther, einen höflichen, freundlichen Mann. Ja, also er ist so zuvorkommend zu Menschen, dass Leute genervt sind, vornehmlich Frauen. Genervt sind, weil sie den Schweinehund in Günther vermissen. Er ist nun mal kein Arsch, ne? Zum Glück lernt Günther aber den Frauenversteher Jerome im Fitnessstudio kennen. Und wieder lernt man etwas. Kerle gehen vielleicht nicht zu zweit aufs Klo. Dafür klären sie aber ihre Probleme in der Sauna. Gestern hat sie eine halbe Stunde mit mir telefoniert. Das ist ein gutes Zeichen. Am Wochenende gehen wir zusammen in den Park, beobachten Leute. Schön. Klasse Wetter, hab ich doch gesagt. Jerome war einmal verliebt in seinem Leben und hat es nicht geschnallt, weil er geglaubt hat, dass man für die Liebe nichts tun muss und dass Liebe dann ewig hält. Und seitdem war er nie wieder verliebt, sondern bumst sich so durch die Weltgeschichte so. Das ist mir original noch nie passiert. Das ist wahrscheinlich, weil ich zu viel im Kopf habe oder so. Das kann jedem mal passieren. Männerherzen schafft es sogar, das Lieblingsthema der Männer mit Beziehungsproblemen zu behaften. Ja, und jetzt umschalten! Zurück, zurück, zurück! Beruhig dich doch bitte mal, Roland. Dann kriegt er gleich wieder eine rote Karte. Hätte wohl noch meinen Sohn anfeuern dürfen. Das ist ja Abstiegskampf. Nur, dass du es weißt, Susi. Ich lasse mich nicht scheiden, niemals. Ich werde um uns kämpfen. Ich will aber nicht, dass du kämpfst. Schlusspfiff. Verstehst du? Doch natürlich waren das noch längst nicht alle Probleme. Eins sei versprochen, bei Männerherzen wird's nie langweilig. So sind sie halt, die Kerle, immer um die Unterhaltung der anderen bemüht. Was Bruce, Niklas, Jerome, Roland, Günther und Philipp sonst noch alles so durchmachen, das seht ihr ab heute im Kino. Männerherzen! Ab heute im Kino! Rotan, ich habe gehört, du bist ja gar kein richtiger Schauspieler. Du bist ja mehr so Laiendarsteller. Eigentlich bist du ja gelernter Elektriker. Ich habe so viele andere Sachen gelernt. Ich war nicht auf der Schauspielschule. Model, hast Kommunikation studiert und hattest
irgendwie zwei Bands noch. Genau, haben Musik gemacht früher. Ja. Aber ich bin ja deswegen kein Laienschauspieler, ich bin nur kein Diplom-Schauspieler. Aber trotzdem bin ich natürlich Schauspieler. Nee, ich habe das, das kam zu mir wie die Dings zum Dings. Und, genau, ich bin Quereinsteiger, genau.